Tolle, dass ihr vorne gebracht habt und uns vor allen Dingen etwas ganz Einfaches gesagt hat, was auch so wichtig ist. Nämlich, dass man Hass überwinden soll, dass man zusammenstehen soll, dass man mitmenschlich sein soll und dass man auch die zugehen soll, die vielleicht vermeintlich am Rande stehen, damit die in die Mitte kommen. Das ist eine Botschaft, die an Aktualität nicht verloren hat. Ich danke sehr herzlich den Organisatoren. Ganz zu Beginn möchte ich Herrn Bündnis und Herrn Frosch danken. Man sieht an der Jacke schon, wir haben auch schon andere Wetter hier erlebt. Aber so einen schönen Auftakt mit Sonne, das ist ja auch etwas Besonderes. Auch nach 22 Mal lernt man nicht aus. Insofern ist alles nicht selbstverständlich. Das wissen vor allem die Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, aus dem Bundestag. Hallo Clara aus dem Rat, Rainer Marschall aus dem Fall Regina Heilmann, aus der Bezirksvertretung, der Bezirksbürgermeister Helmut Kehlbreyer mit seiner Truppe ist vertreten. Das heißt, wir haken uns unter, wir reihen uns heute ein. Und der Stadtlichtamt gibt einen Segen dazu, da gehe ich ganz kurz von aus. Er hat vor allem dafür gesorgt, dass der Gottesdienst überzogen wurde, die Predigt war genau terminiert. Er hat keine Strophe weggelassen. Ich hoffe, dass er trotzdem ordentlich klingeln wollte und nicht, dass einer zufällig rausgegangen ist. Also ich wünsche Ihnen heute auf unserem Markt, auf unserem alten Markt hier im Schatten von Sankt Jesus, einen ganz wunderbaren, friedvollen, gemeinschaftlichen, solidarischen und vor allen Dingen menschlichen, schönen Adventssonntag. Der erste Advent heißt, jetzt sind wir in der Adventszeit. Und bald ist Weihnachten. Lassen Sie keinen alleine. Gehen Sie auf diejenigen zu, sprechen Sie Nachbarn an, laden Sie Freunde, Verwandte ein. Rufen Sie vielleicht auch den einen oder die andere an, die Sie lange nicht gesprochen haben. Denn jetzt soll niemand alleine sein. Jetzt ist Weihnachtszeit, darauf freuen wir uns sehr. Glück auf. Thank you.